ohne Witz das erste Mal ever, dass ich irgendwo alleine mit dem Auto hinfahre für eine längere Zeit. Und ich bin recht aufgeregt, aber es ist nicht so, wisst ihr, ich habe ja jetzt schon ein Jahr, 1,5 Jahre meinen Führerschein. Es sollte okay sein. So, ich bin nach 2 Stunden bei meinem ersten Ladestopp angekommen. Ich dachte, ich mache mal einen kurzen Snack-Check. Hier natürlich Wasser in meiner katastrophalen Dior-Thermoskanne. Schon leer. Das war auch ein geiler Snack für die Fahrt. Irgendwie konnte man so schnell so ein paar Berries. Des Weiteren habe ich hier noch 2 Snack-Eier übrig. In eins von diesen Compartments hatte ich eigentlich Salz gestreut. Allerdings hat sich das alles in meiner Tasche ausgeleert. Wie sollte es auch anders sein? Mein Getränk für die nächsten 2 Stunden, ein Powerade. Mit Salz dran, natürlich. Isotonische Power erscheint mir wichtig. Cheese Strings. Granatapfelkerne. Es reicht auch. Es sind immerhin nur 4,5 Stunden. Boah, ich muss pinkeln. Ich muss auf jeden Fall pinkeln. Mmh. Kann man machen als Roadtrip-Snack. Aber Pommes geht auch. Model. Hier stand ich immer in der Pause. Das ist einfach der Haupteingang. Hier bin ich immer zur Schule gegangen. Morgens immer 10 Minuten zu spät, natürlich. Natürlich. Aber ja, komisch wieder hier zu sein. Das ist auf jeden Fall, ich freue mich so ein bisschen, aber ich merke auch, dass in meinem Bauch sehr viel Anspannung kommt. Also es sind nicht nur gute Erinnerungen, sondern auch stressige Erinnerungen an die Schulzeit. Ne? Also weil das mit dem Lernen und so, das war irgendwie nichts für mich. Aber irgendwie auch cool hier zu sein. Hier erinnere ich mich einfach, ich stand hier einfach und habe auf meine Abi-Ergebnisse gewartet. Das ist der Seiteneingang. Und dann haben die uns nach halt Nachnamen aufgerufen. Und ich weiß noch, ich stand hier irgendwo, mir war richtig schlecht. Ich so, scheiße, ich muss bestimmt in die Nachprüfung. Aber ich habe es geschafft, sehr knapp. Auf dieser Couch haben wir unseren ersten Kuss geteilt.
all over. Bye bye, old one. Es reicht. Es reicht. Bei meiner Schwester schlafen können. Das ist ganz cool, weil dann habe ich immer so ein bisschen Family Time plus irgendwie eine coole Großstadt, in der man Adventures erleben kann. Deswegen, wir haben auch gestern noch ein bisschen Family Time gemacht, sind essen gegangen und shoppen, Vintage shoppen in der Brick Lane mal wieder. Ich glaube, die Brick Lane ist wirklich zurzeit so mein Favorite Spot in London. Es ist so ein bisschen alternativ. Es gibt viele Vintage-Shops, es gibt viel zu sehen, es gibt viel Kunst, es gibt viel Street-Art. Das liebe ich einfach. Ich habe eine super trockene Fresse vom Accutane und meine Lippen sind super trocken. Anyways, ich zeige euch jetzt meine Vintage-Finds. Diese Roberto Cavalli-Jeans. Die ist mega cool, finde ich. Die ist auch ein bisschen groß, sitzt locker, sitzt auf gechillt. Die hat so einen coolen Farbübergang hier. Das gefällt mir richtig gut. Außerdem habe ich hier zwei Haarclips. Das sind so richtig der Frühling kommt Haarclips. Einmal in Schmetterling, einmal in so very cute. Beautiful. Summertime. Summertime is coming. Chocolate, die wir gestern schon halb aufgegessen haben, natürlich. Wenn ihr in der Brick Lane seid, holt euch diese heiße Schokolade von diesem Spot. Ganz krank, ganz krank. Ich habe noch bei so einem Korean-Geschäft ein paar Masken geholt. Peptide Shot, hallo. Zweimal. Manuka Honey. Aloe. Voll geil. Werde ich mir in die Fresse klatschen. Es ist einfach alles wieder super schnell rumgegangen und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg nach Hause. So schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat.